Erst mit 22 Jahren erfuhr Ronja die Ursache für ihre körperlichen und geistigen Defizite. Ihre Mutter hatte Alkohol getrunken, als sie mit ihr schwanger war. Anfangs war ich richtig sauer, weil ich mir dachte, okay, sie ist der Grund, warum mein Leben so beschissen läuft. Ich wollte eine Zeit lang auf jeden Fall keinen Kontakt zu ihr. Martina B. bemerkte ihre Schwangerschaft erst im vierten Monat. Sie hörte sofort auf zu trinken. Doch Ronja war bereits geschädigt. Das war schon für mich erstmal ein Schock zu wissen, dass man da selber verantwortlich ist und da einen Schaden verursacht hat. Das geht mir auch heute noch ganz, ganz tief. Auch Benjamin wird nie ein selbstständiges Leben führen können. Auch seine Mutter trank Alkohol während der Schwangerschaft. Jeden Abend, bevor ich schlafen gehe, stelle ich mir vor, wie es wäre, wenn ich nicht diese Erkrankung hätte. Und wie geht's dir dann? Ich fühle mich natürlich, naja, nicht so gut. Nach drei Kindern hatte Christiane S. damals nicht mehr damit gerechnet, noch einmal schwanger zu werden. Wie ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich keinen Schluck mehr getrunken. Aber da war es schon zu spät. Leider war es zu spät. Der Junge hat schon viel zu viel von dem Alkohol abgekriegt. Heute ist Benjamin 29 Jahre alt. Er lebt in einem Wohnprojekt für Menschen mit Behinderung auf einem Ökohof in Brandenburg und wird engmaschig betreut. Sein Zimmer schafft er zwar einigermaßen in Ordnung zu halten, aber bei vielen Alltagsaufgaben braucht er auch nach Jahren noch Unterstützung. Benjamin, wie viel Grad willst du das waschen? Ich denke 40. Na, da waren ja auch Unterhosen dabei und Socken. Ja. Und 40? Meinst du 60? Mhm, ist besser. Zeig mal. Sekunden später hat Benjamin es schon wieder vergessen. Okay. Wie viel Grad? Was hatten wir gerade gesagt? Hast du dich erinnern? Wie viel Grad hatten wir gesagt? 60. Genau. Ralf Neier weiß, sich immer wiederkehrende Abläufe nur mit Mühe merken zu können, ist ein typisches Problem von Menschen, die an fetalen Alkoholspektrumstörungen, kurz FASD, leiden. Der 57-Jährige entwickelt Betreuungskonzepte, die Betroffenen trotz ihrer Behinderung ein weitgehend selbstständiges Leben ermöglichen sollen. Die größten Defizite bei FASD sind, dass viele Betroffene eine hyperkinetische Störung haben, also große Schwierigkeiten haben mit ihrer Impulskontrolle, mit der Aufmerksamkeitsspanne, gleichzeitig noch mit der Gedächtnisleistung. Das heißt, die Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem sind so umfassend, dass sie in der Erledigung der Alltagsaufgaben häufig sehr eingeschränkt sind. Schon als kleines Kind entwickelte sich Benjamin nicht wie andere Kinder. Alles, was ein dreijähriges Kind gemacht hätte, hat er nicht gemacht. Anfangen zu laufen oder zu krabbeln oder im Sand spielen oder so, gar nichts. Mit 4 Jahren wird bei Benjamin FASD diagnostiziert. Seine Mutter, die noch 3 andere Kinder hat, kommt mit ihm nicht zurecht. Er kommt in eine Fördereinrichtung. In der Schule ist er ständig überfordert. Und auf die Überforderung reagiert er mit unkontrollierten Wutausbrüchen. Das ist auch heute noch oft so. Desto mehr ich mich aufrege, desto höher geht die Wut, bis irgendwann mein Gehirn komplett abschaltet. Und dann ist es öfters so passiert, dass ich eben Sachen herumgeworfen habe oder jemanden verprügelt habe. Seine Mutter besucht ihn regelmäßig im Kinderheim. Als Benjamin 18 wird, verlangt die Heimleitung von ihr, dass sie ihm erklärt, was mit ihm los ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, vor diesem Gespräch, da habe ich Albträume gehabt. Doch Benjamin reagiert auf ihr Geständnis ganz anders, als Christiane S. befürchtet hat. Benny ist aufgestanden, hat mich im Arm genommen und hat gesagt, alles gut, Mama. Also, ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Ich fand es natürlich nicht toll, dass sie hier Alkohol getrunken hat und dadurch mein Gehirnzellen paar abgestorben sind. Wiederum habe ich auch verstanden, dass es ihr sehr leid tut,
Sie wusste ja noch nicht mal, dass ich schwanger, mit ihr schwanger bin. Und hat mit Unwissen mir geschadet. Im betreuten Ökodorf Kuhhorst in Brandenburg, wo Benjamin seit 6 Jahren lebt, fühlt sich der mittlerweile 29-Jährige sehr wohl. Er kümmert sich um die Schweine. Füttern, Stall ausmisten, die täglich gleichen Abläufe geben ihm Sicherheit. Und er mag das Leben weit ab von der Großstadt. Für manche ist das vielleicht hier langweilig, weil man hier fast sogar wie hinter dem Mond wohnt. Aber wenn man eher so ein Einzelgänger ist wie ich, findet man es natürlich toll, wenn man seine Ruhe hat. Nur wegen seiner Computerspielsucht gerät Benjamin immer wieder mit der Heimleitung aneinander. Er zockt jeden Tag, stundenlang. Ja. Und findet nie ein Ende. Benjamin. Hi. Ja. Tag. 22 Uhr. PlayStation-freie Zeit. Nö. Doch. Verabredung. Mhm. Danke. Gute Nacht. Dann schönen Abend. Ja. Ciao. Jetzt hast du richtig schlechte Laune. Ja. Wieso? Weil manche Levels, die muss ich dann morgen wiederholen und das gefällt mir nicht. Auch Ronja B. war jahrelang süchtig. Bei ihr waren es Drogen. Auch sie wuchs im Heim auf, weil ihre Mutter überfordert war. Ich habe ja schon damals im Heim angefangen zu rauchen. Da war ich, ich glaube, 7. Und ich glaube, ich muss so ca. 9 gewesen sein. Dann habe ich jemanden kennengelernt, und also ein Mädel damals habe ich kennengelernt. Und die hat Ecstasy verkauft. Dann habe ich es ausprobiert. Mit 9? Ja. 7 Jahre lang konsumiert Ronja alles, was sie kriegen kann. Ecstasy, Crystal Meth und Crack. Da war keine rote Lampe über meinem Kopf, die gesagt hat, ey, du musst vorsichtig sein. Das fehlt mir bis heute teilweise. In der Schule ist Ronja fast überall viel schlechter als ihre Mitschüler. Sie kann sich einfach nichts merken. Für mich war das schlimm, zu merken, die lesen sich 2, 3 Sätze durch und behalten das. Die können sich daran erinnern. Und ich vergesse alles. Ich habe es gelernt, ich habe mich hingesetzt, aber ich habe komplett alles vergessen. Ja, man hinterfragt sich, je älter man wird, was läuft mit mir schief? Was ist bei mir anders? Warum bin ich dumm? Das wird ja gesagt, du bist dumm, du kannst das einfach nicht, du bist zu nichts zu gebrauchen. Und das habe ich auch geglaubt. Ohne Abschluss verlässt Ronja die Schule. Sie fühlt sich wertlos, landet auf der Straße. Als sie dann mit 22 die Diagnose FASD bekommt, ändert sich für sie alles. Ich war eigentlich erleichtert, weil ich wusste jetzt letztendlich, dass ich so bin, wie ich bin. Das hat jetzt endlich einen Namen und das hat einen Grund. Ich bin nicht sonderbar, ich bin nicht dumm, ich bin nicht abnormal, sondern ich weiß heute, okay, in meinem Kopf, die Verbindung funktioniert nicht oder die sind teilweise halt einfach verkümmert. So, das liegt nicht an meiner eigenen Person. Meine Mutter ist schuld daran. Ronja bekommt endlich die Förderung, die sie braucht. Heute lebt sie in einer eigenen kleinen Wohnung und bewältigt ihren Alltag mit Unterstützung einer Familienhelferin. Ihren beiden Söhnen Felix und Theo ist die heute 30-Jährige eine liebevolle und aufmerksame Mutter. Die Wut, die Ronja nach der Diagnose auf ihre Mutter verspürte, ist mittlerweile verflogen. Die beiden sehen sich regelmäßig und haben ein gutes Verhältnis zueinander. Wir sind dann irgendwann ins Gespräch gegangen. Und da hat sie mir halt erst erzählt, sie wusste gar nicht, dass sie schwanger ist. Und deswegen hat sie natürlich ihr Leben so gelebt wie bisher. Und ich habe für mich einfach, ich kann ihr gar keinen Vorwurf daraus machen. Heute ist Mutter Martina immer da, wenn der Tochter die Wäscheberge mal wieder über den Kopf wachsen, wenn Behördengänge anstehen oder wenn Formulare ausgefüllt werden müssen, die Ronja nicht versteht. Wiedergutmachen kann ich sowieso nichts. Aber ich kann liebevoll sein und kann mit ihr einen guten Umgang versuchen und kann ihr ein bisschen beistehen. Auch Christiane S. hat mit ihrem Sohn einen guten Umgang gefunden. Sie sind ja süß. Wie alt sind die?
So oft sie kann, besucht sie Benjamin auf dem Ökohof. Heute unterstützt die 59-Jährige ihren Sohn bei der Vorbereitung zu seinem Traktorführerschein. Wodurch kann eine Gefährdung entstehen? Durch Kurvenschneiden und durch zu spätes Abblenden. Super! Auch wenn Ronja ihren Platz im Leben inzwischen gefunden hat, ein Traum hat sich noch nicht erfüllt. Die Berlinerin würde gerne arbeiten. Doch ihre Versuche, einen Job zu finden, sind bisher alle gescheitert. Wie erklärt man dem Arbeitgeber, ich kann mich keine 8 Stunden voll konzentrieren. Ich brauche mehr Pausen. Ich habe nun mal eine neurologische Fehlleitung oder Behinderung. Und da diese Akzeptanz zu bekommen. So, okay, du kannst dich zwar nicht konzentrieren, aber wir gucken, was wir hinkriegen. Das macht kein Arbeitgeber so mit. Doch nun hat sich eine neue Möglichkeit für Ronja aufgetan. Sie hat einen Termin bei Ralf Neier. Der FASD-Experte hat ein Motivationsprogramm für Betroffene entwickelt. Die Kernidee? Sie sollen sich nicht immer nur auf ihre Schwächen reduzieren, sondern an ihren Stärken arbeiten. Was erlebst du von dir als Stärken? Ich bin offen. Du bist offen. Kommunikativ. Kommunikativ. Fällt dir noch mehr ein an Stärken? Ralf Neier hilft nach. Ronja, wenn ich jetzt noch andere Menschen fragen würde, was du gut kannst, beispielsweise deinen Sohn, was würde der sagen? Was kann Mama gut? Kochen. Kochen? Ich kann kochen. Du kannst kochen. Ich kann kochen. Am Ende der Sitzung ist das große Blatt voll mit Dingen, die Ronja gut kann. So ein, zwei Sachen, ja, die weiß man vielleicht über sich oder so. Man sagt, okay, das ist jetzt gar nicht so schlecht, aber dass es doch so arg viel ist, das ist. Ist schön auf jeden Fall zu sehen. Ronjas Fähigkeit, reflektiert über ihre Situation zu berichten, beeindruckt Ralf Neier. Nach ein paar weiteren Sitzungen bietet er ihr deshalb an, sie zur FASD-Fachkraft auszubilden. Da gibt es in Berlin ja jede Menge Kinderheime, ja, wo ganz viele Kinder sind mit FASD. Und dabei könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass da eine Ronja als FASD-Fachkraft viel besser durchdringt zu den Kids und sagen kann, ja, ich weiß, wie sich das anfühlt. Ich habe das genauso erlebt. Aber es gibt auch Ideen, wie man da rauskommen kann. Wie hört sich das an? Gut. Also es klingt auf jeden Fall nach einer Perspektive. Zu wissen, ich darf und kann anderen helfen. Das ist auch nicht selbstverständlich. Und dass ich da so, sage ich mal, reinrutschen darf. Ja, das ist was Großes. Dankeschön. Und bis bald. Wenn es klappt mit der Ausbildung, wäre Ronja die erste FASD-Fachkraft in Deutschland, die selbst an FASD leidet.